Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Cat, und ich stehe heute in einem Kreis. Das liegt daran, dass wir uns heute ein ganz, ganz wichtiges Element anschauen, nämlich die Übersetzer. Übersetzer sind das Gehen im Eislaufen. Ja? Das heißt, wir nutzen sie, um die Kurven zu kommen, aber sie sind überall, um Anlauf zu nehmen, um alles. Also ohne Übersetzer kein Eislaufen. Heute fangen wir mit den Vorwärtsübersetzern an und so funktioniert das Ganze. Die Übersetzer bestehen aus zwei Abstößen. Und das, was wir uns jetzt als erstes anschauen, ist euer erster Abstoß. Wenn wir links herum laufen, stoßen wir mit einem rechten Bein nach außen ab. Und das ist das, was wir Rollerfahren nennen, was ich euch jetzt zeigen werde und womit ihr starten solltet. So geht's. So, wir gehen an den Kreis. Meine Schultern drehen sich zum Kreis. Gehe tief in die Knie, wie immer, Arme raus, Kopf über meine rechte Hand und jetzt stoße ich nur mit dem rechten Fuß diagonal nach hinten ab, ohne über die Zacke abzustoßen. Ja, bleibe im Knie und mein linkes Bein läuft die ganze Zeit auf eine Außenkante und ich bleibe tief im Knie. Ja, und dann könnt ihr langsam auch ein bisschen mehr Druck ausüben, dass ihr mehr Geschwindigkeit bekommt. Da seht ihr schon, hier passiert etwas mit der Kniebeuge. Ja? Und das sind eure Roller. Im Übrigen auch, wenn ihr das ein bisschen länger macht, ziemlich gutes Oberschenkeltraining. So, an der Bande können wir uns einmal anschauen, wie das jetzt genau funktioniert mit dem vorne drüber kreuzen. Das, was ich oft sehe, ist, dass hier ein Abstoß passiert und Leute so mit der Ferse hier drüber setzen. Das möchten wir erstmal nicht. Okay? Versucht, wenn ihr den Abstoß gemacht habt, dass die Fußspitze den Weg einleitet. Ich gehe hier auf halbem Weg aufs Eis und schiebe mein linkes Bein durch, sodass die Oberschenkel zusammen sind. Und dann setze ich wieder daneben. Machen wir es nochmal. Stellt euch dazu mal so ein bisschen diagonal weg, weil Übersetzer sind immer auf einem Kreis. Wir laufen nie auf die Gerade. Ne? Deshalb ist es wichtig, dass ihr hier ein bisschen diagonal von der Bande wegsteht. Ja? Ich mache meinen Roller. Jetzt führt die Fußspitze den Weg drüber und schiebt durch. Ja? Das könnt ihr hier an der Bande sehr, sehr schön probieren. Da habt ihr die Sicherheit, da könnt ihr euch festhalten. Und dann probieren wir das Ganze in einer kleinen Übung auch auf der freien Fläche. Let's go! Ich zeige euch jetzt mal eine Übung, die ihr ganz schön machen könnt, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr drüber kreuzen könnt. Weil das ist ja meistens das, wovor die meisten Leute Angst haben, drüber zu kreuzen. Und das, was dann passiert ist, man kreuzt eben nicht ganz drüber. Und da ist der Punkt, wo es oft schief geht. Deshalb lasst es uns gleich richtig machen und wirklich komplett überkreuzen. Das ist eine Übung, die da hilft. Wir machen ein kleines Ei und schieben den rechten drüber daneben. Das machen wir nochmal. Wir machen ein Ei, der rechte Arm geht nach vorne, schieben drüber daneben. Und nochmal. Ei, rechter Arm vor, drüber, daneben. Ja? Versucht wirklich immer komplett drüber zu gehen, weil das, was ich oft sehe, ist das hier. Ja, ich habe dann sowas und dann wird hier hingesetzt vor den anderen und dann kommen unsere Schienen hier ins Gehäder, ja, hier vorne. Ja? Und da seht ihr schon, da bin ich selbst am Stolpern, weil da stellt ihr euch selber ein Beinchen. Ja? Also wirklich komplett drüber. Ich habe jetzt diese Übung gemacht, wo ihr den rechten Fuß auf dem Eis lasst.
Ja? Es gibt auch die Variante, da könnt ihr euch mal durchtesten, dass ihr drüber setzt. Das würde so aussehen. Ihr macht euren Rollerabstoß und setzt drüber daneben. Ja, und rettet euch auch wirklich relativ schnell, dass ihr von hier drüber setzt und daneben setzt. Ja, das ist immer ein bisschen Geschmackssache auch, wie ihr euch daran tasten möchtet. Ich bin Fan von dem drüber gleiten, aber beides sind schöne Varianten und die helfen euch auf jeden Fall, ein gutes Übersetzen zu bekommen.